Hallo, ich bin Karl. Ich bin Greta und wir sind von der Pelican of London. Heute ist der 25.11.2023 und wir machen heute einen Videotagesbericht. Genau, wir werden euch heute so ein bisschen beim Unterricht mitnehmen, also euch zeigen, wie das Schulleben an Bord so funktioniert. Und zusätzlich werden wir auch noch Lehrkräfte interviewen. Außerdem werden wir euch heute noch zeigen, was wir außerhalb der Schule machen und euch noch so ein bisschen durch den Tag führen. Genau, viel Spaß! Hallo! Hallo! Wir haben jetzt gerade 12.45 Uhr und wir machen jetzt ein kleines Infovideo, weil heute schon sehr viel passiert ist. Unter anderem der Unterricht. Wir hatten Unterricht mit Tobi und wir hatten Chemie. Das war sehr informativ, teilweise auch Wiederholung und es war allem vorweg sehr interessant. Ja, genau. Und da werden wir euch jetzt ein paar Clips einblenden. Ja, okay. Das ist jetzt quasi der Atomkern. Das waren jetzt die Clips von dem Unterricht und jetzt würde ich Greta was sagen. Genau, ja, wir haben heute auch noch eine sehr, sehr tolle Information bekommen. Und zwar, dass wir das allererste Mal unsere Handys haben dürfen. Genau, heute ist der Tag, wo wir von 13.30 Uhr bis 17 Uhr unsere Handys haben dürfen, um zu Hause anzurufen, die Verwandten zu schreiben etc. Genau, das wird bestimmt mal wieder ganz schön von denen zu hören. Dann gab es noch eine zweite sehr, sehr, sehr tolle Sache, die uns gesagt wurde. Und da zeigen wir euch jetzt den Clip von unserer Reaktion. Wir sind so ein bisschen gesättigt von Discord. Ihr auch. Deswegen unsere Fragestellung an euch. Habt ihr Lust auf einen Surfausflug nach Marokko? Ja. Ja! Ja, das war der Clip genau. von unserer Aktion, dass wir nach Marokko fahren werden. Wir werden nach Marokko fahren und surfen gehen. Genau. Wir haben uns alle sehr darüber gefreut, wie man unschwer auf dem Video erkennen kann. Wir alle sind auch sehr aufgeregt und können es auch noch nicht ganz fassen. Und ja, ja das ist ja jetzt der Stand der Dinge bisher. Wir wissen nicht wann es losgeht und wie lange wir da dann wirklich sein werden. Aber Fakt ist, wir werden nach Marokko fahren und surfen gehen. Ja. Das ist schon cool. Nachdem ihr gerade eben die Infos von 12 Uhr, die Zwischeninfos gehört habt, kommen jetzt die Interviews mit den Lehrern. Genau, die erste Frage wäre, wie ist das Schulsystem hier an Bord aufgebaut? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, das Schulsystem ist ziemlich kompliziert, weil man das nicht so konkret planen kann alles. Wir versuchen immer Unterrichtseinheiten mit einzubauen, soweit es geht. Regulär wäre es natürlich auf den Überfahrten, während wir auf See sind, in einen Gruppen A und B. Die A-Gruppe hat Vormittagsunterricht, die B-Gruppe hat Nachmittagsunterricht, wobei regulär 2 Stunden Unterricht, Bordunterricht stattfindet und anschließend 2 Stunden Lernzeit pro Gruppe gedacht ist. Aktuell haben wir ja aber viele Landgänge, daher ist der Unterricht so ein bisschen nebendran mit eingebaut worden mit 1 Stunde oder 1:30 Stunden. Also es lässt sich nicht festmachen, wie lange. Man arrangiert sich und man schiebt es dann ein, wenn es gerade reinpasst, sowohl irgendwie von den Tagesablaufen her als auch von den Möglichkeiten, die sich so durch unsere Ausflüge bieten, würde ich sagen. Jo. Ja. Genau. Die zweite Frage wäre dann, was unterrichtet ihr und wie ist euer Unterricht selber aufgebaut? Ich kann gerne anfangen. Ich unterrichte Geografie und hierfür muss ich gestehen, dass ich die deutschen Lehrpläne, dadurch, dass wir aus unterschiedlichen Bundesländern sowieso Kinder und Jugendliche dabei haben, ein bisschen verwerfe und mehr die Möglichkeiten nutze, die mir die Reise so bietet und mich dementsprechend vom Curriculum daran anpasse. Zum Beispiel kann man auf Wind und Wetter sehr gut im Geografieunterricht einbieten. Das kann man ja hautnah hier erleben. Und ein anderes Beispiel sind natürlich auch die ganzen Länderstopps, die wir machen. Ja, bei mir sind es ein paar mehr Fächer als Geografie. Ein Teil mit Mathe, wobei ja Gregor da mehr den Hut auch auf hat. Physik, Chemie, bisschen Spanisch. Genau, und in Chemie vor allen Dingen das als Fokus. Ach, Geschichte habe ich noch vergessen. Seht ihr, Geschichte habe ich auch noch. in Chemie versuche ich vor allen Dingen den Fokus auf Experimente zu lenken, die dann eben auch
vielleicht passend zu den entsprechenden Orten und Stops sind, aber auch in unserem großen Kontext von einem klimafreundlichen Reisen zum Beispiel, ist ja mit dem Segel eins der besten Möglichkeiten, weit zu kommen und dabei neutral zu bleiben, zu verknüpfen. Zum Beispiel wollen wir irgendwann mal eine Brennstoffzelle bauen. Das nehme ich schon mal weg, das haben wir heute im Unterricht gehabt, deswegen ist das, glaube ich, brandaktuell. Aber bis wir zu solchen Punkten kommen, sind natürlich auch erstmal wichtig, dass wir Grundlagen schaffen, dass alle auf einem Stand sind, da ja alle überall unterschiedliche Levels haben, mit denen wir dann anschließend arbeiten können. Ja, sehr schön. Dann wäre es das jetzt von unserer Seite aus gewesen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. ja, wir machen jetzt eine kleine Tagesreflexion und eine kleine Handyreflexion von dem, was die Leute so von der Handyzeit gehalten haben, was sie so gemacht haben. Genau, das wird Greta übrigens sagen und ich werde jetzt ganz kurz unseren Tag reflektieren, was wir gemacht haben, wie die Stimmung an Bord war und ja. Genau. der Morgen startete eigentlich relativ unspektakulär. Wir alle haben, glaube ich, erwartet, dass wir in den nächsten paar Tagen losfahren. Das wurde aber in unserem Morgenmeeting leider als falsch bewiesen, weil uns wurde gesagt, dass wir mindestens noch eine Woche hierbleiben werden. Also höchstwahrscheinlich noch eine Woche hierbleiben werden. Aber kurz im Anschluss wurde uns auch gesagt, dass wir in dieser einen Woche mit dem Bus nach Marokko fahren werden. Wo genau, wohin, wie, warum oder was wir denn da genau machen, ja. Ist uns auch noch nicht bekannt. Das wissen auch selbst die Lehrer noch nicht. Aber fest steht, dass wir das machen werden. Das habt ihr auch alle schon gesehen, unsere Reaktion. War auf jeden Fall sehr witzig, weil wir das alle nicht, weil wir das alle auch noch nicht ganz gefasst geglaubt haben. Aber ja, das hat unsere Stimmung sehr erhöht. Zumal wir uns noch um 13:30 unser Handy bekommen haben. Das war dann nochmal um einiges geiler. Während dieser Handyzeit hatten wir dann aber auch noch einen Free Shore Leave. Da sind einige von Bord gegangen, aber man musste nicht. Es gab auch Gruppen, die an Bord geblieben sind, um halt Zeug mit ihrem Handy zu machen, verständlicherweise. Und ja, die Free Shore Leave Gruppen sind halt entweder in Restaurants gegangen oder in Supermärkten, um noch was einzukaufen oder halt einfach nur in Cafés, um dort an Internet zu kommen. Ja. Ja, danach sind wir alle wiedergekommen um 17 Uhr, hatten noch ein kleines Meeting, wo wir halt ganz kurz den Tag zusammengefasst haben, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat. Und ja, das war unser Tag. Das war der Tag, ja. Genau. Genau, zu der Handyzeit heute, die wir hatten. Genau, es waren ja, glaube ich, 3,5 Stunden und wir alle waren ziemlich, ziemlich dankbar für die Möglichkeit, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, nochmal die Familie anzurufen irgendwie und auch die Freunde und einfach Kontakt aufzubauen. Das ist ja hier sonst nicht so und deswegen, genau, war das mit der Handyzeit an sich ziemlich toll. Es war natürlich auch ziemlich emotional für viele Leute, also viele sind sehr emotional geworden, auch ich, also das, ja, ist halt auch so gewesen, aber an sich war es eine sehr, sehr coole Sache, die wir, ja, wo wir sehr dankbar waren, vor allem auch, weil es in Teneriffa ja eigentlich vorgesehen ist, dass man die Handys erst in Teneriffa bekommt, aber wir haben es jetzt schon vorher bekommen, weil wir, ja, eigentlich schon in Teneriffa wären, wäre alles nach Plan gelaufen, genau, deswegen, ja, war es an sich eine sehr tolle Sache. Der Grund, warum wir die ganze Zeit vor dem Wheelhouse standen, war oder ist eigentlich, dass wir euch hier nochmal in dem Wheelhouse so ein paar Sachen zeigen wollen, die man hier sehen kann. Hier sieht man die aktuelle Position, die Koordinaten, wo wir uns gerade befinden. Und daneben sieht man die Seemeilen, die wir bisher so hinter uns gebracht haben. Genau. Hier hinten sehen wir unseren derzeitigen Kurs, der eigentlich gerade relativ unnötig ist, dadurch, dass wir uns nicht bewegen. Und hier sieht man die derzeitige, den derzeitigen Wind, die Windgeschwindigkeit und von wo der Wind kommt. Und jetzt sagt euch noch Anna kurz was zu unserem Logbuch, wo auch das Etmal drin steht. Ich bin fürs Logbuch zuständig und berechne das Etmal immer für den Tagesbericht. Ich zeige euch hier ein Beispiel einfach an der 4 Uhr von unserer Reise hier. 4 Uhr nimmt man auf beiden Seiten von 24 Stunden auseinander, nimmt das Total hier 915 und 1094 und berechnet damit das Etmal, was hier 179 Seemeilen ist, als Beispiel. Genau.
Das war's mit unserem Tagesbericht. Wir wollten auch noch Anna danken. Anna hat uns das Logbuch erklärt und die Kamera gehalten für uns. Vielen Dank, Anna. Danke dir. Tschüss. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe Grüße noch an Mama, Papa, Oma, Opa und an dich, Emma. Ich grüße dich noch, mein Freund. Ich hab dich lieb, Emani. Und ich grüße meine ganze Familie. Ich hab euch sehr, sehr, sehr lieb.